Hallo, Michael. Ich möchte ein Spiel spielen. Bis jetzt haben Sie sich in Ihrem, nennen wir es ruhig mal Leben, davon ernährt, anderen hinterher zu spionieren. Die Gesellschaft nennt so jemanden Informant, Ratte, Spitzel. Und ich sage, Sie sind weder den Körper wert, den Sie besitzen, noch das Leben, das Ihnen geschenkt wurde. Nun wollen wir mal sehen, ob Sie bereit sind, auch mal nach innen zu blicken, statt nach außen. Ob Sie bereit sind, das eine aufzugeben, auf das Sie für Ihr weiteres Leben gebaut haben. Der Apparat um Ihren Hals ist eine Todesmaske. Sie ist mit einer Zeitschaltuhr versehen. Wenn Sie den Schlüssel nicht rechtzeitig finden, wird sich die Maske schließen. Etwa so wie eine fleischfressende Pflanze. Wie viel Blut wollen Sie vergießen, um zu überleben, Michael? Leben oder sterben? Sie müssen wählen. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was sind Sie verflucht?